Hallo alle zusammen, Alex Roger Wolf hier, euer besserwissender Casting-Professor. Heute mit folgendem Thema Polars. Als meine Agentin das allererste Mal zu mir sagte, schick mal tagesaktuelle Polars, ist meistens bei einer Werbung so, dachte ich so, Polars? Ich habe keine Polaroid-Kamera, diese Dinger aus den 80er Jahren, was will sie denn mit Polars? Und dann habe ich es mir erklären lassen. Polars heißt einfach nur übersetzt, für Models oder auch für Werbedarsteller, aktuelle Bilder, die ihr mit eurem Handy von euch machen könnt. Und da, das scheint anscheinend wirklich eine Wissenschaft für sich zu sein, dass viele daran scheitern. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder, wie Polars nicht aussehen sollten. Achtung, jetzt kommen die Zeichnungen. So sollte das nicht aussehen. Und jetzt zeige ich euch ein paar Bilder, wie die Polars aussehen sollten idealerweise. Verstanden? Also zusammengefasst, ihr macht euren Agenten eine ganz große Freude, wenn ihr in der Lage seid, ein paar tagesaktuelle Bilder Polars von euch zu machen, wenn ihr angefragt werdet für ein Werbecasting oder auch für ein normales Casting. Licht von vorne bekommt, achtet darauf, dass ihr euch dementsprechend, wie es gefordert ist, kleidet und dann macht ihr Bilder, hier so eine halbnah und dann vielleicht noch vom ganzen Körper und dann auch noch die Profile. Nicht zu weit ins Profil drehen, weil dann sieht man nicht euer Profil. Ja? Mehr Tipps gibt es bei mir hier auf diesem Link. See you soon. Ciao.